Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ich bin die Miri und Geralt ist hier gerade in den Sümpfen bei Nacht unterwegs auf der Suche nach Archisporen. Wir müssen, meine ich, noch eine töten. Aber stattdessen kriegen wir irgendwie mal nur ertrunkene Tote ab. Das ist mal so ein bisschen bescheuert, ne? Ach, gibst du jetzt mal bitte hier. Ja, danke. Eben hatten wir, glaube ich, eine gesehen, aber da war ich gerade so mit anderen Sachen beschäftigt, dass ich das nicht richtig mich da nicht drum kümmern konnte. Und das Ergebnis ist, dass diese Archisbohrer einfach wieder abgetaucht ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt einfach nicht wieder auftaucht. Echt ein Ding. Vielleicht ist es aber auch schon wieder zu früh. Das wäre auch durchaus möglich. Dann allmählich wird es hier schon wieder etwas heller. Ja. Okay. Ja, ertrunkene Tote zu töten oder zu bekämpfen ist relativ sinnfrei geworden, weil wir keinen Platz mehr haben, um diese Zutaten unterzubringen. Gut, wir könnten uns jetzt nochmal zu Großväterchens Hütte begeben. Vielleicht kommt ja da nochmal einer. Mal gucken, was ist der beste Weg dahin? Hier. Also bei den Ziegelbrennern im Dorf werden wir keine Archisporen finden. Aber vielleicht auf dem Weg zu Großväterchens Hütte. Das könnte ich mir noch vorstellen. Und wenn nicht, dann wissen wir, dass wir einfach, dass es mittlerweile einfach zu spät ist in der Nacht. Fängt es auch noch an zu regnen. Nee, sieht nicht so aus. Ha. Ich denke, in dem Fall werden wir jetzt mal zu dem Turm zurückkehren. Und dann zurück nach Vizima teleportieren, um da ein paar Sachen abzugeben. Wo sind wir gerade? Da möchte ich hin. Kann ich mir das jetzt auch markieren? Nee, ne? Warum geht denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Okay. Dann halt nicht. Ob Großväterchen noch mal irgendwas Neues für uns zu erzählen hat, das könnte man natürlich auch versuchen rauszufinden. Schauen wir mal in den Schrank. Ein bisschen Schweinefleisch. Wollen wir hoffen, dass es Schweinefleisch ist bei dem alten Kannibalen hier. Auf Wiedersehen. Nee, der hatte nichts weiter zu erzählen. Hier. War das hier hinten? Nee. Hier. Da muss man lang. Oder? Ja. Ja, bemerkenswert wenig Monster im Moment hier. Aber gut, wir haben natürlich auch einige bekämpft. Oh, einmal durch die Turmtür. Was machen eure Forschungen? Ich habe eine neue Theorie. Ein Meilenstein der Alchemie. Alles besteht aus Teilchen, die so klein sind,
dass man sie nicht sehen kann. Mhm. Sie sind ständig in Bewegung und wirken aufeinander ein. Ich kann es noch nicht beweisen, aber ich arbeite daran. Vielleicht könnt ihr mir später davon erzählen. Ja. Gebt auf euch Acht. Okay. Kalkstein scheint ein echtes Genie zu sein. Hier ist der Teleporter. Wohin gehen wir denn? Ich sag mal zum Labor für Kalkstein. Ach, aber jetzt habe ich natürlich verpasst, dass ich nur nachts bei dieser alten Frau da vorbeikommen kann. Okay. Das war natürlich nicht so clever. Wir nehmen mal einmal weißen Honig. Um uns wieder ein bisschen zu erden. So, wo war jetzt die gute Frau? Noch ist ja quasi Nacht. War die nicht irgendwo bei Shanis Haus in der Nähe? Hier vorne, oder? Mal sehen, ob das ausreicht. Ja, tatsächlich. Okay. Was war nochmal die Sache hier? Aufsuchen, während sie schläft. Das haben wir getan. Wir gucken mal in den Kleiderschrank. Ob wir sie schlafen lassen sollten? Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Wer seid ihr? Da ist ein Flatterer dahinter. Raus! Sofort! Hä? Ach, jetzt ist Tag. So ein Mist. Ah, auf jeden Fall geht's da irgendwie um einen Vampir. Ah, das ist ja scheiße, dass wir jetzt da ein bisschen zu lang gebraucht haben, ne? Na, okay. Gut, dann müssen wir bis zum nächsten Abend warten, das hilft ja nichts. Wir gehen jetzt mal zum Deich. Schauen wir, ob wir den verzweifelten Mann da treffen. Okay. Geißel der Götter, ich habe verstanden. Ich bin müde. Ja? Nee, ich sehe keinen verzweifelten Kaufmann. Doch, da vorne ist er. Da ist er. Hexer! Ich war im Sumpf. Ich glaube, ich habe euren Familienring gefunden. Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Lebt wohl. Ja, 100 Orens, grundsolide. Was ist in dem Fass drin? Na, ein bisschen Wein können wir mal mitnehmen. Und in diesem Fass war, glaube ich, nur eine Fackel, ja. Na gut. Dann haben wir eine Trophäe abzugeben. Dazu müssen wir allerdings in den Kaufmannsdistrikt rein. Und ich habe schon wieder vergessen, wo es da lang geht. Gut. Da, weißer Fangzahn. Da ist das Händlerviertel-Tor, da muss ich hin. Okay. Was für ein Wetter. Die Sintflut ist über uns gekommen.
Der königliche Jägersmann ist hier hinten. Zu ihm werde ich mich mal begeben. Euer Ruf eilt euch voraus. Soll heißen? 5 Ungeheuer sind tot. Das ist eine Belohnung wert. Dieser Runenstein könnte nützlich sein. Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht. Wyvern Einheime. Ich habe einen riesigen Wolf getötet. Hier ist der Kopf. Doch nicht auf meinen Tisch, Herr Geralt. Das stinkt nach Krankheit. Hier sind 600 Orens. Na, ordentlich. Leg wohl. 600 Orens. Meine Güte. Und wir haben einen Runenstein bekommen. Ja. Vorübergehend mit Magie. Okay. Schöne Sache. Herumlungern verboten. Ich lungere doch nicht herum. Meine Füße schmerzen. Ist echt ein Ding. Mir wurde gesagt, ich soll auf Leute mit dem Salamander-Abzeichen machen. Warum gibt's hier ein Fass, das ich mir nicht anschauen darf? Mann! Ja? Adieu. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ja, ich bin echt gefährlich. Ich bin nicht mit einem Vagabund. Ich bin kein Vagabund. Warum starrt ihr nicht an, Vagabund? Noch nie eine Edeldame gesehen? Nee. Ungeheuer auf den Straßen. Ich sah Soldaten Banditen befreien. Warum glaubt mir das? Ich rede nicht mit Fremden. Unglaublich, wie unhöflich die Leute alle sind. Versteckt eure Frauen. Gute Idee. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Gut möglich. Na, was ist mit euch hier los? Die Banditen werden immer dreister. Wir haben uns rausgejagt. Wir wollen keinen Ärger, um solche zu denken. Okay. Ich mag dieses Wetter nicht. Ich rede nicht mit Fremden. Ihr legt Wert auf Tempo und Finesse, sucht nicht weiter, nehmt das viruelidanische Mini-Bastard-Schwert. Mit verlängertem Griff. Wir machen Werbung für Waffen? Unglaublich. Ich rufe die Wachen. Na, wieso denn? Habe ich irgendwas Böses getan? Ihr entführt Kinder und macht sie zur Ich muss eine Einladung zu Leubadens nächsten Bank. Was führt euch hierher? Mhm. Perfekt. Ich warte auf meinen Lied. Wann öffnen sich endlich die Tore? Gut, ich würde mal sagen, wir gehen vielleicht mal so auf den Markt. Vielleicht können wir ja noch ein paar Bücher oder sowas besorgen. Weil ich würde echt mal gerne was über diese Kikimoren-Krieger lernen. Und ich habe das Gefühl, dass ich diesen einen Wachmann, von dem ich das lernen kann, nie treffen werde. Was ist denn mit dir los? Seid gegrüßt. Zu meinen Spezialgebieten zählt mehr als das gewöhnliche Schmiedehandwerk. Ihr seid ein Schwertschmied. Ihr kennt euch aus. Kann ich behilflich sein? Würdet ihr einen Blick auf mein Schwert werfen? Ich würde es gerne aufwerten lassen. Ehe ich das Schwert begutachte, müsst ihr mir einen Edelstein bringen. Mhm. Einen Edelstein? Wieso nicht Gold? Ich will keine Steuern und Zunftgebühren bezahlen. Ich nehme lieber Waren im Tausch gegen meine Dienste. Was wollt ihr? Ein Edelstein, der sich für den Griff einer Waffe für den Grafen de Wett eignet. Okay. Ich komme wieder. Gut zu wissen, hier können wir also auch was mit unseren Schwerten machen. Was ist das für eine Tür? War ich hier schon mal drin? Nee, offenbar nicht. Hier gibt es ein paar Waffen. Birne. Na gut, Feuerstein. Noch mehr Birnen. Käse. Und ein Keller. Keller sind immer hochinteressant.
Tja. Da geht's auf den... Was soll ich in Ordnung bringen? Endlich. Was bietet ihr denn feil? Früher handelte ich mit landwirtschaftlichem Gerät, aber neuerdings... Aha, okay. Da kann ich... Ja, da hätte ich auch eine exzellente Lederjacke herbekommen können. Ansonsten halt so das Übliche hier. Voodoo-Runenstein habe ich ja schon. Aber ich bin ja jetzt eher auf diese Permanenten aus. Mir wurde gesagt, ich soll auf Leute mit dem Salamander. Ja. Auf die sollte man aufpassen. Willkommen. Edle Getränke und andere Waren. Und Alkohol? Durch königlichen Erlass verboten. Tja. Ja, kein Alkohol für uns hier. Jetzt regnet es aber richtig. Ich würde einst eine War das ein Zwinkern? Pfeif auf Geheimhaltung. Jeder weiß, dass ich Informationen verkaufe. Was darf sein? Oh. Der ruchlose König Foltest regiert mit eiserner Faust. Die Liebe zu seiner Tochter ist seine einzige Schwäche. Okay. Ein Hexer, das ist seine einzige Information. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Doch, hab ich. Der Alchemist hilft mir nicht, der Großhändler? Ich bin kein Einzelhändler. Ach so. Verzeiht. Wo ist denn hier der Buchhändler? Da hinten ist ein Buchhändler. Da muss ich mich irgendwie in die Richtung halten. Da ist er ja. Guten Tag. Vielleicht ein gutes Buch? Ja, ich mag gute Bücher. Was hat er denn so, was ich noch nicht gelesen habe? Elementargeistgenien. Mhm. Wollte ja neu interessieren mich nicht. Das... Nee. Großes Buch der Mineralien. Ich habe auch gar nicht so viel Platz, sehe ich gerade. Da, Kikimoren und Riesentausendfüßler. Das ist eigentlich das, was ich brauche. Dachte, ich gucke hier nochmal ein bisschen durch. Ja, über Flüche und die Verfluchten. Aber Archesporn? Naja, ich weiß nicht. Also, ich kenne ja schon Echinops und Archesporn. Werwölfe habe ich, glaube ich, auch schon mal was drüber gelernt. Und Striegen noch nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, mich mit einer Striege rumzukämpfen. Im Moment. Nee. Boah, 800. Wahnsinn. Dann nehme ich mal die Insektoiden. Lese erstmal das hier. Kikimorenkrieger, Kikimorenkönigin, Riesentausendfüßler. Okay. Die Feuersteine kann ich eigentlich ablegen. Vielleicht ein gutes Buch? Das große Buch der Mineralien, das würde mich ja eigentlich auch reizen. Weil ich das offenbar noch nicht kenne. Ja. Aber vielleicht... Tja, das mit den... Ja, das ist vielleicht auch irgendwann mal interessant, aber jetzt vielleicht nicht direkt. Das kenne ich schon. Die kenne ich auch. Drachentraum. Ja, wenn man wüsste, was sie macht, ne? Ich glaube, ich werde mal die Drachentraumbombe noch mir erklären lassen. Ja.
Explosives Gas. Okay. Na dann. Zurück zum Gasthaus. Wo muss ich denn hier lang? Ich glaube, die Richtung wäre nicht schlecht. Da lang. Ich muss eine Einladung zu Leubadens nächsten Bank. Und was ist das? Okay. Mir scheint, ich habe von euch gesagt. Ihr seid anders. Ich erinnere mich nicht an den Zusammenhang, aber ich weiß noch, es war eine Blutig. Ich bräuchte hier mal ein bisschen Platz im Inventar. Wie so oft. Das hier machen wir alles weg, den ganzen einzelnen Wein, das einzelne Bier. Med kommt weg, die Bücher, die ganzen Schriftrollen können weg. Ja, diese Runen erhöht die Chance, einen Gegner zu treffen, zufügt der Schaden um 60%. Das ist nicht schlecht. Ja. Ich denke, das sollte ausreichen. So, Thala. Problem. Nichts, womit... Da bin ich ab... Wirklich? Ist das wichtig, Hexer? Ja. Der hat nichts weiter Neues. Hatte ich ein bisschen drauf gehofft, aber... Gut. Was machen wir denn als nächstes Schönes? Also, das können wir nicht machen. Das ist auch nichts, was wir aktiv verfolgen können. Da Eichesporen kennen wir ja das Problem. Da müssen wir nachts hin. Zahnarzt auch nicht so ganz interessant. Jetzt muss ich noch Asajavet folgen. Okay, Leuwarden. Ja. Gut, ich werde mal mit Leuwarden sprechen, wenn wir schon mal gerade hier sind. Mal sehen, was er zu meinen neuesten Erkenntnissen sagt. Überflüssiges Gefasel. Ja? Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Codeknackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Wem soll ich sie bringen? Okay, ich soll morgen wiederkommen. Gut, bis dahin haben wir hier nichts weiter zu tun. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann zwischendrin nicht so richtig weiß, was man tun soll. Später zurückkehren. Tja, Siegfried möchte eher nicht mit uns sprechen. Tja, da gibt es tatsächlich nicht so viel, was ich im Moment tun kann. Kevin ist in die Stadt gekommen. Unmöglich. Es heißt, dass er all jene ermordet, die anderen. Was ist denn das? Gut, ich werde mir mal kurz überlegen, was wir als nächstes machen können. Das ist nur ein Gerücht. Okay, also ich bin nicht so richtig viel weitergekommen. Ungeheuer? Ich dachte mir, ich quatsch mir jetzt einfach hier noch ein paar Leute an. Ich habe gehört, hier gibt es noch ein paar interessante Informationen. Ich möchte in den Tempel beziehen. Ihr seid ein Hexer? In der Tat. Habt ihr einen Auftrag, werte Dame? Mir
Ja, ich weiß. Hexer sind übermenschlich tüchtig und nehmen für Geld jeden Auftrag an. Stimmt. Bis auf Letzteres. Ihr meint? Ihr seid schroff. Ihr habt die Mentalität eines Söldners. Ich habe richtig gewählt. Ihr seid völlig anders als mein Mann. Ich mag solche Männer. Männer, die Frauen behandeln, als seien sie Kriegsbeute. Aha. Werte Dame, da irrt ihr euch. Bestreitet es nicht. Findet ihr mich vielleicht nicht attraktiv? Naja. Oh, doch. Ich finde euch attraktiv. Erweist euch als würdig. Ich will ein Stück von einem Ungeheuer. Na dann. Wie wär's mit einer Kikimorenklaue? Mein Gatte ist aushäusig. Wollt ihr mich besuchen? Geht voran, werte Dame. Mhm. Okay. Ungeheuer? Fragt die königlichen Ritter, vernichten sie das. Na, dann würde ich jetzt mal zu Triss gehen. Ein bisschen meditieren. Dann gehe ich rüber zu der Alten. Und danach gehen wir nochmal in den Sumpf und suchen den letzten Archisbor. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Mhm. Weiß ich nicht. Ach, wir müssen hier, glaube ich, auch noch. Wir müssen ja auch noch einen Ring bringen, glaube ich. Habe ich ganz vergessen. Das sollte ich vielleicht auch mal noch tun, ne? Okay, wie wär's damit? Wir meditieren bis zur Dämmerung. Dann holen wir einen Ring für Triss, geben ihr den. Dann rennen wir zu der Großmutter. Und dann zu den Archisboren. So, Triss ist weg. Das heißt wahrscheinlich, dass sie jetzt im Gasthaus ist. So, da muss man in diese Richtung gehen. So allmählich kenne ich mich einigermaßen aus hier. Ist das heiß in diesem Ding? Da lang. Niemand soll sagen, ich gehe nicht mit. So, Herr Schankwirt. Wir brauchen einen Ring für Triss. Ihr seid kann ich. Ja, ich möchte meine Sachen ran. Und zwar will die gute Triss einen Rubinring. Das ist natürlich kein Problem. Ich brauche einen Lehrling. So. Sie hier oben. Hier, ne? Dachchen, Triss. Hexer. Tachchen. Ach. Wir sehen uns später. Hier kann ich ihr den Ring nicht geben. Das ist ja bescheuert. Kann ich mit Leuwarden sprechen? Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionagequatsch geht mir auf den Senkel. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Mhm. Ja, aber das machen wir dann natürlich erst später. Wie gesagt, ich möchte ja immer erst die ganzen Nebenquests erreicht haben. Und ich würde sagen, wir kümmern uns darum dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.